diese Woche war wieder das Steam Next Fest und anstatt einfach ein Highlight-Video zu machen, wie die letzten beiden Male, habe ich mir gedacht, rede ich diesmal einfach drüber, völlig ungeskriptet, einfach drauf los, let's go. Ich habe das originale System Shock nie gespielt und auch System Shock 2 so gut wie gar nicht. Ich weiß, Schande über mich. Und jetzt im Next Fest konnte man die Demo spielen von dem Remake von Knife Dead Studios, die unter anderem schon Blood Fresh Supply gemacht haben, das Blood Remake, das ja nicht so super war bei Launch, aber inzwischen doch ziemlich gut ist und der beste Weg, dieses Spiel zu spielen. Und Blood sollte man spielen, nur so nebenbei. Was die System Shock Demo angeht, das Ganze macht spielerisch einen soliden Eindruck, das Ganze funktioniert gut, es ist technisch recht gut, also keinerlei Probleme damit. Ich fand nur den Artstyle ein wenig komisch, das ist so eine Mischung aus modern und Pixelgrafik. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie damit hinwollen. Mir gefällt es auch nicht so arg, aber das ist natürlich viel Geschmackssache. Ich fand auch die ersten 10 Minuten der Demo nicht sehr gelungen. Man schaut eigentlich nur zu, 10 Minuten lang oder so. Also es ist wirklich 10 Minuten. Der Soundtrack ist zwar ziemlich cool, aber wie gesagt, der ganze Anfang, der war nicht sehr gut. Was auch nicht so toll war, ist der Nahkampf. Man startet am Anfang mit so einem Rohr und kann damit dann halt den Gegnern, die einem da entgegengeworfen werden, eins auf die Rübe geben. Und das ist so typisch Ego-Shooter-mäßig oder Ego-Perspektive-mäßig nicht sehr großartig. Aber man findet dann ja eh irgendwann Waffen und dann, also Schusswaffen, und dann löst sich dieses Problem auch so ein bisschen. Das Ganze hat einen relativ langsamen Kampf. Man kann sich um Ecken lehnen, es ist auch klug, sich um Ecken zu lehnen. Man muss ein bisschen mit seinen Ressourcen haushalten. Das gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Das funktioniert auch alles ganz gut. Und auch die Welt ist interessant. Also das macht alles einen sehr guten Eindruck, finde ich. Und mal schauen, vielleicht spiele ich das dann ja auch tatsächlich mal. Wie gesagt, ich habe ja das Original nie gespielt. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch jetzt keinen Vergleich ziehen zum Original und wie detailgetreu und so weiter dieses Remake ist. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat es mir ganz gut gefallen. Eine Sache, die sie aber auf jeden Fall noch ändern sollten, ist die Animation, wenn man stirbt. Die dauert nämlich ewig. Ich meine, ich denke mal, das war wahrscheinlich im Original so. Und das ist wahrscheinlich eine Hommage an das Original, aber es ist wirklich furchtbar, das dauert so lang. Und es nervt einfach nur. Aber ansonsten, wie gesagt, gutes Spiel. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Tripping off the beat, kinda, dripping off the meat grinder. Meat Grinder lässt sich in einem Satz am besten beschreiben als Cluster Truck mit Knarren. Cluster Truck, das ist dieses Spiel, wo man von einem Truck zum nächsten springen muss. Ich kenne das nicht genau, ich habe es nie gespielt, ich musste sogar googeln, ehrlich gesagt, wie das Spiel heißt. Meat Grinder ist auf jeden Fall ein spaßiges Spiel, ein interessantes Spiel. Es ist sehr flott, ich meine offensichtlich, man springt von einem Truck zum nächsten, es geht alles um Geschwindigkeit. Das Spiel bestraft langsames Spielen und belohnt schnelles Spielen. Und es macht im Großen und Ganzen auch Spaß. Die Demo war jetzt noch so ein bisschen, ja, nicht so ganz rund mit Gegnern, die durch Objekte durchklippen und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das Ganze ziemlich gut. Die Frage ist halt für mich vor allem, wie lange kann das Spaß machen? Die Demo ist so ungefähr 20 Minuten lang und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich länger Spaß machen kann. Aber für ein Spiel, das man mal so zwischendurch spielen kann, einfach nur zum Abschalten und zum bisschen Spaß haben, denke ich, kann man da mal einen Blick drauf haben. Inenra oder Inenra oder Inenra oder wie auch immer man das ausspricht, ist ein Spiel, das ich schon vor dem Next Fest so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Das ist ein Spectacle Fighter, so in der Art von Devil May Cry oder Bayonetta. Das dürften so die Vorbilder wahrscheinlich sein davon. So vom Stil her ist es mehr so ein bisschen wie Metal Gear Rising Revengeance, sowas in der Richtung. Und die Demo war wohl ein eher noch sehr frühes Stadium. Das kurze Level, das man da spielen konnte, das war zwar vom Set-Dressing her schon ganz gut ausgestattet und so, aber man hat schon auch gemerkt, dass eben so dieser letzte Touch fehlt. Auch die Gegner und so weiter, und es gibt dann einen Bossgegner in der Demo am Schluss, der ist auch so, ja, geht so. Aber im Großen und Ganzen macht das Ganze einen sehr, sehr guten Eindruck. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Die Kombos machen Spaß. Man ist auch direkt drin. Man hat auch direkt eine Idee, wie man die Kombos so miteinander kombinieren kann, wenn man so will. Es gibt auch ein paar Kombos, die dann eben direkt aus Devil May Cry sind oder aus Bayonetta von der Steuerung her. Und der Kampf macht einen ziemlich guten Eindruck. Mal schauen, wie das dann ist im fertigen Spiel oder in
wahrscheinlich eher erstmal einer weiteren Demo oder sowas in der Richtung, einer weiteren Preview. Aber allein die Geschwindigkeit macht viel Spaß. Man hat cooles Movement, man hat einen Dash. Wenn man still steht, ist es ein Block. Es schaut so aus, als bekäme das Spiel dann irgendwann mal verschiedene Haltungen. Ich nehme an, das wird sowas sein wie die Styles in Devil May Cry oder vielleicht sowas wie in Nioh. Das habe ich mal kurz angespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es überhaupt da funktioniert, aber so wie ich es verstanden habe, ungefähr so. Aber wie gesagt, im Spiel wird da noch gar nichts drüber gesagt, außer dass es das gibt oder geben wird. Also da kann man sich mal überraschen lassen. Dann gibt es noch eine Exekutionsmechanik, die so ein bisschen wie eine abgespeckte Version von dem wirkt, was man in Metal Gear Rising Revengeance macht. Aber an sich ist das eine ganz coole Idee, auch weil es dann dem Spieler beibringt, dass man nicht so viel Button smashen sollte. Ansonsten hatte die Demo nicht sehr viel zu zeigen. Es gab noch so ein bisschen Platforming. Das war, ja, nicht so toll, eher langweilig. Das existiert halt auch. Hatte ja auch diesen komischen Fehler, aber jetzt auch nicht schlimm. Und gerade mit der Laufgeschwindigkeit eigentlich überhaupt kein Ärgernis oder so, weil es halt einfach auch schnell geht und flott geht und sich gut anfühlt. Und wenn sie das noch ein bisschen auf die Reihe kriegen, das noch ein bisschen verbessern und so weiter, dann kann das auch ein ziemlich cooler Bestandteil so eines Spiels sein. Und dann wäre ich auch sehr gespannt auf Inendra oder wie auch immer. Boundary ist ein Multiplayer-Shooter, den ich schon eine ganze Weile auf dem Schirm hatte. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich ihn spielen konnte. Das Ganze ist ziemlich interessant, speziell wegen dem Setting. Das Ganze spielt im Weltall und man spielt praktisch in der Schwerelosigkeit und kann sich auf den Kopf drehen und solche Sachen und hat halt freie Bewegung. Es gab mal so 2009 rum oder sowas ein ähnliches Spiel, Shattered Horizon war der Titel, glaube ich. Und das habe ich nie gespielt, aber das hatte so ein ähnliches Konzept und das fand ich immer cool und interessant. Und dementsprechend hatte ich dann eben auch Interesse an Boundary. Die Demo ist jetzt aber, naja, nicht so toll. Ich hatte gleich beim ersten Start einen Crash und dann beim zweiten Start im ersten Tutorial bin ich hängen geblieben. Also fängt schon mal nicht so toll an, technisch vor allem. Und das hat sich so durch die ganze Demo eigentlich gezogen. Ich hatte, glaube ich, einmal einen Ping unter 180 und mehrere Verbindungsabbrüche und solche Sachen. Also es ist nicht so toll. Ich meine, der Ping, das kann man vielleicht noch erklären. Ist halt eine Demo für ein Indie-Spiel. Da sind jetzt nicht so viele Leute wahrscheinlich da, mit denen man connecten kann. Ich hatte ja auch ganz schön viele Asiaten in den Lobbys. Man hat einen Haufen immer diese asiatischen Schriftzeichen halt gesehen. Es gibt also noch einen Haufen technische Probleme, die man beseitigen sollte. Aber wie ist das Spiel sonst? Es gibt im Prinzip in der Demo 4 Spielmodi. Team Deathmatch, Domination, Invasion, das ist im Prinzip Rush aus Battlefield. Und so eine Art Suchen und Zerstören Counter-Strike-Modus mit Permadeath, aber ohne Objectives. Und die funktionieren ganz gut. Manche besser als andere. Ich bin nicht so der große Fan von Team Deathmatch. Und das hängt dann auch so mit dem, ich würde sagen, größten Problem zusammen. Das Spiel hat eine sehr, sehr niedrige Time to Kill. Das ist ähnlich so wie in Battlefield, etwas höher vielleicht als in Call of Duty. Und man hat dann dieses typische Call of Duty Problem, wo man einfach von irgendwo abgeschossen wird, man hat keine Ahnung von wo und kann dann gar nicht reagieren und plopp ist man tot. Gerade durch den hohen Ping natürlich fühlt sich dann halt auch oft so an, man selber stirbt instant und wenn man auf einen Gegner schießt, dann braucht man ein ganzes Magazin, bis er weg ist. Und das Spawn-System ist dann auch nicht so besonders toll. Ich hatte mehrmals die Situation, dass ich auf einen geschossen habe, der noch Spawn-Protection hatte und er mich dann locker killen konnte. Ich meine, Spawn-Protection ist gut für so ein Spiel, aber trotzdem wäre es noch besser, wenn man auch die Spawns in den Griff bekommen würde. Jetzt bin ich nicht so der Fan von diesen Permadeath-Modi, aber der Permadeath-Modus, der funktioniert tatsächlich gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, ist wahrscheinlich der beste Modus, einfach weil durch das coole und interessante Movement eigentlich, kommt halt nochmal ein Level von Schwierigkeit bei der Orientierung hinzu. Ich meine, vielleicht bin ich auch einfach schlecht, das ist sehr gut möglich, aber ich sehe da schon das Problem eben, dass man in den Objective-Modi und speziell in Team Deathmatch leicht die Übersicht verlieren kann. Und im Permadeath-Modus sind die Positionen der Spieler einfach klarer. Ansonsten würde ich sagen, Invasion fand ich einen ganz guten Modus, hat sich ganz gut angefühlt. Es ist halt viel der Ping und so ein bisschen noch die technischen Probleme auch, die da das Spiel zurückhalten.
Und ich muss auch sagen, wie gesagt, vielleicht ist das auch die fehlende Erfahrung, aber ich fand die Orientierung tatsächlich gar nicht so leicht. Und das nicht nur wegen dem Movement und den Maps, sondern auch wegen dem Sounddesign. Es ist halt so semi-realistisch, dass man wenig hört im, oder nichts hört eigentlich im Weltall, aber in diesem Fall wenig hört, nur Schüsse und vor allem die eigenen Schüsse und das alles so ein bisschen gedämpft. Und an sich ist das ganz cool, aber für einen Multiplayer-Shooter bin ich mir nicht sicher, wie gut das funktioniert, so von der Orientierung her. Dafür gibt es dann ein paar ganz coole Animationen. Es gibt zum Beispiel ein SMG, das man dann freischaltet auf, weiß nicht, Level 4 oder so oder 3, das eine ziemlich coole Nachladeanimation hat, wo man eben auch dieses Base-Setting ausnutzt. Und ansonsten gibt es gar nicht so viel drüber zu sagen. Die große Schwierigkeit wird natürlich sein, das haben alle Indie-Spiele, die Multiplayer-only sind, kriegt man eine Spielerbase, die groß genug ist. Und das lässt sich natürlich jetzt nicht sagen. Zum Spiel selber muss man einfach sagen, es gibt einiges zu tun noch. Man hat ein interessantes Konzept. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man eine deutlich höhere Time to Kill hat, sodass auch interessante Dogfights vielleicht sogar entstehen könnten im Weltall. Aber gut, das ist wahrscheinlich nicht die Vision der Entwickler. Und wer weiß, vielleicht kriegen sie ja noch ein ziemlich, ziemlich cooles Spiel hin. Ich hoffe es, weil ich finde das Konzept immer nach wie vor noch interessant und werde auch nach wie vor zumindest ein Auge auf das Spiel haben, denke ich. Ich bin ein Eishockey-Fan und als PC-Spieler hat man es dann nicht so ganz leicht mit guten Spielen. Dementsprechend, als ich dann die Demo von Tape to Tape gesehen habe, habe ich mir natürlich gedacht, das muss ich zumindest mal probieren. Tape to Tape ist ein arcadiges Spiel, ein Roguelike, ein Eishockey-Roguelike. Darauf wäre ich auch nicht gekommen auf die Idee, aber gut. Und das ist von der Simulation wirklich weit weg. Also das hat überhaupt nichts gemein mit der NHL-Reihe von EA Sports. Und der Stil ist wirklich cool, das ist lustig auch. Gerade Eishockey-Fans und Leute, die sich mit Eishockey beschäftigen und die vielleicht auch so Eishockey-Filme gesehen haben, wie zum Beispiel Goon oder Slapshot oder sowas. Von denen werden viele wahrscheinlich eine Freude mit diesem Spiel haben, zumindest mit dem Humor und auch mit dem Style. Es gibt dann verschiedene Charaktere, gegen die man antritt und so, die alle so klischeehaft eben sind, so klischeehafte Eishockeyspieler. Und das ist schon alles sehr amüsant und ganz lustig. Das Beste in der Demo war, dass der Boss sozusagen, der Stage, der Bosskampf, wenn man so will, ein Spiel war gegen das Team The Officials, also die Schiedsrichter. Und dann spielt man gegen eine Gruppe, die alle die Schiedsrichterklamotten anhaben. Und da hat dann der Kapitän von dem Team hat dann als spezielle Fähigkeit, dass er ein Tor aufheben kann oder wenn sein eigenes Team praktisch den Pfosten und die Latte trifft, dass er dann ein Tor gibt, obwohl es gar keins ist, jeweils einmal pro Spiel. Das ist natürlich alles ganz cool und auch wenn das Team selber dann ein Tor schießt, wie dann die ganzen Spieler alle Tor anzeigen, weil sie alle Schiedsrichter sind, das ist amüsant. Was mir nicht so gefällt, ist das Gameplay. Und das ist natürlich sehr ärgerlich bei so einem Spiel. Aber es hat gleich mehrere Probleme. Einerseits die Entscheidung, viele Eishockey-Regeln zu ignorieren, finde ich nicht so toll, speziell kein Abseits zu haben, aber Icing schon aus irgendeinem Grund, bin ich mir nicht sicher, warum man das so gemacht hat. Bei Jax kann ich es noch einsehen, man kann Jax fahren gegen Spieler, die den Puck nicht führen, was ja eine Behinderung wäre, das passt noch zu dem Spiel, aber wie gesagt, gerade die Abseitsregelung finde ich jetzt nicht die richtige Entscheidung, ehrlich gesagt. Und dann ist da noch das Problem der Steuerungsabfrage, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Da müsste man auf jeden Fall noch nachbessern. Dass zum Beispiel, wenn man einen Pass spielen möchte, den bestimmt man dann wie in den NHL-Spielen mit dem linken Stick auf dem Controller. Also da bestimmt man die Passrichtung damit. Und das ist mir wirklich häufig passiert, ich drücke den Stick in eine Richtung, ich drücke die Taste zum Passen und der Pass wird in die komplett andere Richtung gespielt, weil das Spiel einfach denkt, okay, da ist jemand anderes, der anspielbar ist, nicht der, den der Spieler anspielen möchte. Und das liegt auch nicht an mir, das liegt auch nicht am Controller. Ich hab mehrfach die Situation gehabt, dass ich einfach geradeaus fahre, dass ich einen Pass geradeaus spielen will und den Stick sekundenlang nicht bewege, also nicht aus seiner Position bewege und dann die Pass-Taste drücke und der Pass geht nach hinten, obwohl ich die ganze Zeit nach vorne gedrückt habe und solche Sachen. Also das ist sehr unschön, das sollte man auf jeden Fall verbessern. Und dann gibt es halt noch so kleine Probleme, wie dass man in Random Events, es gibt dann so zwischen den einzelnen Spielen gibt es Random Events, wo man entweder Stats verbessern kann oder eine zufällige Sache bekommt oder solche Dinge, dass man da dann eben nicht nachschauen kann, wenn zum Beispiel eine Sache kommt wie Spieler XY erhält höhere Schusskraft, aber dafür senken wir seine Laufgeschwindigkeit oder sowas, dass ich dann nicht noch schnell nachschauen kann, was denn dieser Spieler aktuell für Werte hat.
Und ansonsten fand ich noch, dass halt bei den Spielen werden immer die Teams vorgestellt, das eigene Team und das gegnerische Team und dann auch die speziellen Spieler mit Namen. Es gibt eben spezielle Spieler, die man freischalten kann. Man hat einen Starter und man kann am Anfang dann noch einen zweiten auswählen. Und das sind so die Stars des Teams und dann der Rest praktisch, das sind die Benchwarmer, die haben auch Namen, die haben auch Statistiken, aber die sind halt einfach nur so mittelmäßig und jetzt nichts Besonderes. Und das ist eben in jedem Team so. Und wenn man ein Team besiegt, dann kann man irgendwie einen von deren Stars freischalten. Und am Anfang gibt es eben immer eine kleine Intro-Sequenz, wo man die Spieler so sieht und dann auch die Stars mit Namen. Und das dauert wirklich lang und man kann es auch nicht überspringen. Und irgendwie beim fünften Mal oder so fängt es dann einfach an zu nerven. Und da wäre es einfach besser, wenn man das skippen könnte. Ansonsten ist das Gameplay abseits von diesen Problemen auch ein bisschen seicht. Es gibt jetzt dann nicht so viel, was man machen kann. Es scheint mir auch ein bisschen zu glücksabhängig, zu zufallsabhängig, ob man jetzt ein Tor schießt oder nicht. Ich hatte einen Haufen Spielzüge, wo ich einen sehr guten Pass gespielt habe und direkt einen One-Timer bekommen habe, einen Direktschuss, und habe dann trotzdem kein Tor geschossen, obwohl es eben ein wirklich guter Spielzug war. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit den NHL-Spielen vergleicht, dann ist das natürlich so, dass es auch da immer wieder mal vorkommen kann, dass der Torwart einen Save auspackt, einen wirklich guten Save, aber es passiert halt nicht sehr häufig und man hat nicht so das Gefühl, dass es einfach eine Glückssache ist. Was die NHL-Spiele wahrscheinlich am besten machen, ist, dass man eben ein Gefühl hat, dass das, was man tut, die Spielzüge, die man spielt, dass die eine Bedeutung haben und dass das nicht einfach nur Glück ist, was da passiert mit dem Torwart. Das ist in Tape-to-Tape nicht wirklich so, würde ich sagen. Ansonsten bin ich jetzt nicht ein großer Fan von Roguelikes allgemein, aber in diesem Spiel funktioniert es an sich ganz gut. Auch überraschend gut dafür, dass man ein Eishockeyspiel als Roguelike macht. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das wirklich gut sein könnte oder interessant zumindest sein könnte. Aber genau das ist es und ich würde mir wünschen, dass das irgendwann ein cooles Spiel wird. Gerade auch, weil es nicht so viele interessante Spiele gibt, außer den NHL-Spielen, und die sind ja nicht auf dem PC verfügbar. Von der Demo her wäre das jetzt nicht was, was ich kaufen würde wahrscheinlich, aber falls das Spiel noch deutlich verbessert wird, könnte das durchaus interessant sein. Für mich hauptsächlich, weil ich halt Eishockey mag. Und last but not least habe ich noch Nocturnal gespielt. Das war, glaube ich, das Spiel, das mir am besten gefallen hat, oder die Demo zumindest, die mir am besten gefallen hat, obwohl das jetzt nicht so wirklich mein Genre ist. Das ist ein 2D-Jump'n'Run, beziehungsweise Adventure vielleicht könnte man auch sagen, mit relativ simplen Mechaniken, die aber sehr gut durchdacht sind. Man spielt einen Soldaten, Prinzen, Ritter, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, auf jeden Fall einen Typen mit einem Schwert. Und man läuft dann durch so eine wirklich sehr schöne, das Spiel ist sehr schön, durch eine Spielwelt, das ist so ein Schloss, würde ich sagen. Und man hat eben ein Schwert dabei und man klettert da so durch. Und die Kernmechanik in dem Spiel ist, dass man sein Schwert anzünden kann. Wenn ein Feuer in der Nähe ist und man haut gegen das Feuer mit dem Schwert, dann brennt das Schwert für eine kurze Weile. Und dann kann man andere Fackeln und sonstige Feuerstellen halt entzünden. Und während man eben mit einem brennenden Schwert rumläuft, macht das auch Licht und so weiter. Und es gibt dann Gegner, die praktisch Dunkelheit versprühen, und wenn man zu lange in der Dunkelheit ist, dann nimmt man Schaden oder man stirbt gleich. Und man braucht dann auch Feuer am Schwert, um die bekämpfen zu können, diese Gegner. Und das Spiel macht, zumindest die Demo, nicht super viel mehr, aber es macht eben diese eine Sache sehr gut. Der Kampf an sich ist auch eher mäßig. Es ist mir nicht ganz leicht gefallen, die Angriffe der Gegner richtig zu lesen und entsprechend auszuweichen und zu wissen, wann man zuschlagen kann und wann nicht. Aber das kann auch einfach an mir liegen, ich bin mir nicht sicher. Trotzdem, besonders spannend war jetzt der Kampf nicht. Aber das Platforming ist ganz gut. Und es ist, wie gesagt, das ist das Gesamtkonzept. Das Konzept an sich ist stark. Es ist diese interessante Mechanik mit dem Feuer. Und das ganze Spiel ist im Prinzip darum designt. Und das ist sehr, sehr gut designt. Linear, simpel, aber sehr gut. Und das ist genau das, was ich mag an Spielen, wenn man eben gutes Design hat, tolles Level-Design. Man kreiert das ganze Level um diese eine Mechanik rum, die wirklich sehr gut ist und liefert so interessante Levels, ein interessantes Spiel. Die Demo war auch relativ schwer. Ich habe sie jetzt, wo ich das gerade aufnehme, noch nicht zu Ende gespielt. Der letzte Abschnitt, an dem ich stecken geblieben bin, war schon nicht ganz ohne, aber das ist halt wieder für mich. Ich bin wirklich nicht sehr gut in 2D-Plattformern. Die ganze Präsentation ist stark, der Soundtrack ist sehr gut und wie gesagt, das Spiel ist einfach rund. Von all den Spielen, die ich gespielt habe, hat das wirklich den besten Eindruck gemacht.
den rundesten und den fertigsten auch. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mit welcher Demo ich noch mehr Zeit verbringen wollte, dann wäre es wahrscheinlich diese. Das waren also meine Highlights vom Steam Next Fest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Mal war ich nicht so begeistert. Die letzten beiden Male habe ich dann doch deutlich interessantere Spiele spielen können. Aber gut, ich meine, man kann nicht jedes Mal immer nur Sachen nach seinem Geschmack finden. Und auch dieses Mal waren ja ein paar Sachen dabei, die cool waren. Wie gesagt, vor allem Nocturnal fand ich ziemlich interessant, auch wenn es so gar nicht mein Genre ist. Und das ist ja auch schon mal was. Ansonsten waren da mehr Sachen dabei, die halt noch viel Zeit brauchen. Die Spiele, die ich vorgestellt habe, waren nicht ganz die einzigen Spiele, die ich gespielt habe. Aber über die anderen konnte ich oder wollte ich einfach nichts sagen. Heißt nicht, dass alles, was ich gespielt habe, schlecht ist, aber es waren definitiv auch ein paar nicht besonders tolle Sachen dabei. Alles in allem ist das Next Fest immer eine coole Sache. Ich freue mich eigentlich immer drauf und es lohnt sich meistens auch dann, viele Sachen anzuspielen. Dementsprechend mal schauen, was ich beim nächsten Mal für ein Video machen werde. Ich fand es eigentlich ganz interessant, dieses Mal so ein Video zu machen. Kann man auch wiederholen.